Willkommen, ich bin Spiros. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir haben alle schon mal die Phrase, eine gute Krise darf nie verschwendet werden, gehört. Und ich würde sagen, das kann man hier anwenden, auch wenn diese Krise geplant zu sein scheint. Wir haben auch schon mal die Phrase Ordo ab Chao gehört, welche eine Strategie ist, von der ich glaube, dass sie hier gerade vor unseren Augen entfaltet wird. Ich bin mir sicher, dass viele von euch die Hegelsche Dialektik kennen, welches Problem, Reaktion, Lösung darstellt. Wenn man also ein Ziel von, sagen wir, globaler Kontrolle hat, kann man dieses Ziel nicht einfach so umsetzen, da man auf Widerstand stoßen würde und es wenig bis keine Rechtfertigung für diese Agenda gäbe. So konstruiert man eine Krise, in diesem Fall eine globale Pandemie. Ein Szenario, das als Kriegsspiel auftaucht in Dokumenten wie dem 2010 Rockefeller Lockstep-Dokument und Event 201, einer Tischübung und Simulation einer globalen Coronavirus-Pandemie, gesponsert vom World Economic Forum, Johns Hopkins University und der Bill & Melinda Gates Foundation, welche letzten Oktober stattgefunden hat. Diese Krise, von der ich glaube, dass sie konstruiert und geplant war, erzeugt die erwünschte Antwort. Eine kontrollierte Zerstörung der weltweiten Wirtschaft, welche die Mittelschicht auslöscht, mehr Abhängigkeit vom Staat erzeugt, durch Stimulusgeld und Bailout, welche im Wesentlichen mit Eigentumsübernahmen gleichzusetzen sind. Wir haben die autoritären Lockdowns erlebt, welche die Conclusio der Rockefeller-Dokumente darstellten, um die Krise zu mildern. Nun, wir erleben aber auch massiven zivilen Ungehorsam, versteckt unter der Forderung für soziale Gerechtigkeit, dem Ende der Ungleichheit und dem systemischen Rassismus, wie sie es nennen. Während diese Unruhen in Wirklichkeit nichts anderes sind als eine organisierte Destabilisierungsoperation, sehr ähnlich denen, die wir von den USA und der CIA in zahllosen Ländern ausgeführt sehen konnten, bevor sie deren Regierungen stürzen, um Marionettenregimes zu installieren. Das ist eine geplante Operation. Nun zurück zur Problemreaktion-Lösungsstrategie. Wir haben das inszenierte Problem Covid-19. Wir haben die Reaktion, den wirtschaftlichen Kollaps und den zivilen Aufstand und nun wird es Zeit für die Lösung. Eine Lösung, die schon vorbestimmt wurde, fix und fertig vorbereitet, um sie auszuführen. Diese Lösung wurde gerade erst vom World Economic Forum verkündet, demselben World Economic Forum, welches Johns Hopkins gefragt hatte, das Event 201 zu veranstalten. Ihre Lösung ist das, was sie den Great Reset nennen, eine Initiative, die offiziell diese Woche gelauncht wurde. Nun, der große Reset ist keine neue Idee, die sie einfach über das Wochenende erfunden haben, okay? Es ist eine lange existierende globale Herrschaftsagenda, welche eng verbunden ist mit der United Nations Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, welche alle Aspekte unseres Lebens, wie wir sie jetzt kennen, kontrollieren, regulieren und redefinieren möchten. Und im Juni letzten Jahres formten die Vereinten Nationen und das World Economic Forum eine strategische Partnerschaft, um die Implementierung dieser UN-Agenda 2030 zu beschleunigen. Nun hier, das ist ein Zitat das World Economic Forum über den Great Reset, direkt von ihrer Webseite. Eigentlich ist ein Hoffnungsschimmer der Pandemie, dass sie uns gezeigt hat, wie schnell wir radikale Veränderungen unserer Lebensweise machen können. Fast sofort hat die Krise Geschäfte und Personen dazu gezwungen, Praktiken und Verhaltensweisen zu verbannen, die wir lange als essentiell angesehen haben. Von häufigen Flügen bis hin zur Büroarbeit. Im Januar des Jahres 2020 wurde Klaus Schwab, der Gründer und Vorsitzende des World Economic Forum, gefragt, was wird der zu erwartende Fokus von Davos 2020 sein? Und er zitierte aus seinem Buch aus dem Jahre 2017 ein ökonomisches Modell, genannt Stakeholder-Kapitalismus. Danke vielmals. Und natürlich ist das hier das Headquarter des World Economic Forums, welches 50 Jahre Bestehen feiert. Was bedeutet dies für Sie persönlich als den Gründer? Es bedeutet, 50 Jahre Davos und unseres Bestehens zu feiern. Für mich persönlich bedeutet es, 50 Jahre des Stakeholder-Konzepts zu feiern. Des Stakeholder-Kapitalismus, weil ich das Buch 1970 geschrieben und wahrscheinlich für das erste Mal konzipiert habe, was wir heute Stakeholder-Kapitalismus nennen. Conceptualized, probably for the first time, what we call today Stakeholder-Capitalism. Und ich wollte einen Ort erschaffen, wo Stakeholder sich treffen konnten. Das war die Ursprungsidee für Davos. So bin ich sehr erfreut und glücklich, dass wir nicht nur 50 Jahre Bestehen feiern, sondern dass wir nun endlich feiern, dass Stakeholder-Kapitalismus Mainstream geworden ist oder gerade wird. Wenn wir auf die Webseite des World Economic Forum schauen, sehen wir, dass Stakeholder-Kapitalismus eines der Hauptziele dieses Great Reset ist. Zur Zeit des Interviews im Januar 2020 waren die Börsenmärkte auf einem Allzeithoch und das Gefühl für eine Dringlichkeit eines neuen ökonomischen Modells war nicht wirklich vorhanden.
Ich sehe auch, ich würde es so benennen, dass wir eine Dringlichkeit oder Not haben, was Umweltfragen betrifft, den Klimawandel, aber auch Biodiversität und so weiter. Wir befinden uns in einer Notlage und wir haben noch immer nicht die Dringlichkeit realisiert, um diese Probleme anzugehen. Wir sehen das mit den Feuern in Australien. Und natürlich ist es schwierig, so einen Sinn für Dringlichkeit zu bekommen, wenn die Aktienmärkte so gut performen, wie wir es jetzt sehen. Nun haben wir wirtschaftliche Zustände vergleichbar mit der großen Depression, wegen der Ausfälle durch die Lockdowns aufgrund des Coronavirus und siehe da, die Rechtfertigung für den großen Reset und den 50 Jahre alten Plan für das neue Wirtschaftssystem. Erst vor 3 Tagen veranstaltete das World Economic Forum einen virtuellen Gipfel für den großen Reset. Teilnehmer waren unter anderem Klaus Schwab, der Gründer des World Economic Forum, der United Nations Generalsekretär Guterres, Prinz Charles, die Leiterin des International Monetary Fund und wichtige Repräsentanten von Mastercard sowie viele andere. Und der generelle Konsens war, wir können es uns nicht erlauben, diese neuen Möglichkeiten zu versäumen, um den Great Reset zu implementieren. Denn Covid hat gezeigt, unsere Währungen werden einbrechen. Die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht mehr fit für das 21. Jahrhundert sind. Es hat das fundamentale Fehlen aufgezeigt von sozialer Kohäsion, Inklusion, Fairness und Gleichheit. Nun ist der historische Moment der Zeit nicht nur, um das schlimme Virus zu bekämpfen, sondern das System zu formen für die Post-Corona-Ära. Der große Reset ist eine willkommene Anerkennung, dass die menschliche Tragödie ein Weckruf sein muss. Wie Sie richtig sagen, ist es unumgänglich, dass wir unsere Welt neu gestalten, neu bauen, neu designen, neu beleben und neu ausbalancieren. Es ist eine noch nie dagewesene Zeit. Jede Person auf diesem Planeten ist von der Coronavirus-Pandemie betroffen. Unsere Welt kam zu einem Stillstand und es wurde klar, dass wir nicht die Antwort oder die Mechanismen haben, um auf so eine noch nie dagewesene globale Bedrohung zu reagieren. Die Bedrohung durch diese schreckliche Pandemie kam ohne Vorwarnung über uns. Die Bedrohung des Klimawandels war gradueller, aber die zerstörerische Realität für viele Menschen und ihren Lebensunterhalt überall auf der Erde hat das größte Potenzial der Zerstörung, welches Covid-19 noch bei weitem übertrifft. Wir haben eine goldene Möglichkeit, etwas Gutes durch diese Krise zu erreichen. Die noch nie dagewesene Schockwellen können die Menschen empfänglicher machen für große Visionen und Veränderungen. Und globale Krisen wie Pandemien und Klimawandel kennen keine Grenzen und beleuchtet, wie abhängig wir voneinander sind, als eine Menschheit, die einen Planeten teilt. Die Geschichte wird auf diese Krise zurückschauen als die große Möglichkeit für einen Reset. Aus der Perspektive des IMF ist, was wir hier sehen, eine unvermeidliche, massive Injektion von fiskalem Stimulus, um Ländern dabei zu helfen, die Krise zu meistern und den Gang zu neuem Wachstum einzuschalten. Aber es ist von größter Bedeutung, dass dieses Wachstum zu einer grüneren, intelligenteren und faireren Welt in der Zukunft führt. Ich bin besonders daran interessiert, die Gelegenheit der niedrigen Ölpreise heutzutage zu nutzen, schädliche Subventionen zu beseitigen und Kohlendioxidpreise als ein Incentive und als Investment für die Zukunft zu installieren. Zweitens wissen wir, dass die digitale Wirtschaft der große Gewinner dieser Krise ist. Wir haben eine Wahl, passiv zu bleiben, was zur Verstärkung vieler der aktuellen Trends führen würde, Polarisation, Nationalismus, Rassismus und ultimativ das Ansteigen der zivilen Unruhen und Konflikte. Aber wir haben auch eine andere Wahl. Wir können einen neuen sozialen Vertrag machen.
insbesondere die nächste Generation integrierend. Wir können unser Verhalten verändern, um wieder in Harmonie mit der Natur zu sein. Wir können dafür sorgen, dass die Technologien der vierten industriellen Revolution optimal dazu verwendet werden, um unser Leben zu verbessern. In aller Kürze, wir brauchen einen großen Reset. Gemäß der Webseite des World Economic Forum würde die große Reset-Agenda drei Hauptkomponenten haben. Die erste würde den Markt Richtung faire Ergebnisse steuern. Zu diesem Zweck sollten die Regierungen die Koordination verbessern, zum Beispiel bei Steuern, Regulation und fiskaler Politik, Handelsvereinbarungen aktualisieren und Konditionen für eine Stakeholder-Ökonomie kreieren. In einer Zeit von verschwindenden Steuergrundlagen und steigenden öffentlichen Schulden können die Regierung starke Anreize bieten, um solche Aktionen zu verfolgen. Die zweite Komponente einer großen Reset-Agenda würde absichern, dass Investitionen gemeinsame Ziele vorantreiben, sowie Gleichheit und Nachhaltigkeit. Das bedeutet, es wird globale Standards geben, reguliert von einer Taskforce, um jeden Aspekt deines Lebens zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass man sich der Agenda 2030 fügt. Die dritte und finale Priorität der Agenda ist es, die Innovationen der vierten industriellen Revolution so zu nutzen, dass man sie zur Unterstützung des allgemeinen Wohls einsetzt, im speziellen Gesundheit und sozialen Herausforderungen betreffend. Das bedeutet, dies ist die Transhumanismus-Agenda, den Menschen mit der Maschine zu verschmelzen und uns zu zwingen, uns einer globalen Führung unterzuordnen, die von der UN-Agenda 2030 vorgelegt wird. Wichtig ist, dass 14 der 17 Nachhaltigkeitsziele Impfungen beinhalten. Ich werde nicht über verpflichtende Vorschriften reden, aus meiner Sicht hoffe ich jedoch, dass das in den Fragen kommt. Denn dann kann ich meine eher einseitige Meinung zu diesem Thema mit euch teilen. Nun, wie können wir das Beste aus unseren Ressourcen machen? Wo können wir unsere Ressourcen einsetzen, wenn wir das Problem der Verzögerung durch Unschlüssigkeit nicht angehen? Unschlüssigkeit ist nicht dafür verantwortlich, wie wir damit in Zukunft umgehen. Ich würde sagen, dass jetzt die Zeit reif ist für einen Strategiewechsel. Immunisierung ist unsere beste Hoffnung. 14 von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung werden durch Immunisierung gelöst. Und wenn wir über allgemeine Krankenversicherung reden, so reden wir auch über grundlegende Krankenversorgung und Gesundheitssicherung. Und ohne Immunisierung ist nichts davon möglich. Ich möchte mich auf den dritten Aspekt des Great Reset fokussieren, die Implementierung der vierten industriellen Revolution, worüber Schwab ein Buch geschrieben hat und welches ein lang gehegtes Ziel der Transhumanismus-Agenda ist, die danach strebt, den Menschen mit Maschinen und künstlicher Intelligenz zu vereinen, etwas, woran Elon Musk schon in seinem Neuralink-Projekt arbeitet. Nun, ich werde jetzt eine Serie von Clips aus einem Video des World Economic Forum abspielen, das circa vor 3 Jahren veröffentlicht wurde und in dem es um die vierte industrielle Revolution geht. Ich werde immer wieder dazu kommentieren, während wir es uns ansehen. Wir wundern uns darüber, was mit der Welt passiert. Alles verändert sich. Die Idee des menschlichen Wesens als ein rein natürliches Konzept wird sich verändern. Unsere Körper werden so Hightech sein, dass wir nicht mehr unterscheiden werden können, was natürlich und künstlich ist. Dies ist eine tiefgreifende Aussage. Sie sagte, dass genau diese Idee, dass der Mensch einem natürlichen Konzept unterliegt, sich verändern wird und dass unsere Körper so Hightech sein werden, dass wir nicht mehr unterscheiden werden können, was natürlich und was künstlich daran ist. Dies ist die Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine. Das ist die Transhumanismus-Agenda. Dies ist das offizielle Video vom eigenen YouTube-Kanal des World Economic Forum. In unseren eigenen Köpfen ist die am komplexesten anmutende Verbindung von Materie des uns bekannten Universums. Vielleicht fragst du dich selbst, könnten wir Supermenschen sein? Die ursprüngliche industrielle Revolution wurde angetrieben von der Entdeckung, dass man Dampfmaschinen einsetzen konnte, um eine Reihe von interessanten Dingen umsetzen zu können. Aber es folgten weitere Revolutionen wie Elektrizität, Computer und Kommunikationstechnologien. Wir sind jetzt im frühen Stadium der vierten industriellen Revolution, welche digitale, physikalische und biologische Systeme zusammenbringt. Eines der Erkennungsmerkmale der vierten industriellen Revolution ist, dass sie nicht verändert, was wir tun, sondern sie verändert uns.
Genau hier habt ihr Klaus Schwab, den Gründer und den Vorsitzenden des World Economic Forum, sagen hören, dass die vierte industrielle Revolution uns verändern wird, die Menschheit verändern wird. Mit der Möglichkeit, Gehirnaktivitäten zu visualisieren, mit einem simplen, für Konsumenten zugeschnittenen EEG-Device, erhalten wir Zugang zu uns selbst, den wir niemals für möglich gehalten hätten. Dies entschlüsselt die schwarze Box, Blackbox, unser Gehirn und ermöglicht es uns, wirklich eine Identität zu realisieren, die wahrlich erstrebenswert ist. Es gibt endlich eine wissenschaftliche Grundlage für die Auswirkungen der Mindphones auf das Gehirn, die Erbinformationen und sogar den natürlichen Alterungsprozess. Und wenn der menschliche Verstand sich selbst kennenlernt, dann ist die Möglichkeit einer Neuordnung unserer Gesellschaft gegeben. Eine Neuordnung, bei der die Gesellschaft ihre Beziehung zum Leben, unserem Planeten und der Arbeit neu definiert. Wir benötigen ein neues Wirtschaftssystem und damit spiele ich nicht auf Kapitalismus versus Kommunismus an. Ich meine eine Veränderung des Systems nach dem Vorbild der zwei großen Veränderungen des 20. Jahrhunderts, dem Keynesianismus, bei dem Gesundheit und Bildung eine nie zuvor dagewesene Beachtung gefunden haben und die Art der Zusammenarbeit von Regierungen und Unternehmen sich geändert hat, sowie dessen Gegenreaktion dem Neoliberalismus, wo die Schwerpunkte auf freien Märkten, freien Menschen und Überbrückungen der Regierung lagen. Wir müssen ein neues System implementieren, welches uns erlaubt, die Grundbedürfnisse jedes Menschen auf unserer Welt zu befriedigen. Wir müssen es fairer strukturieren. Und der Hauptfokus soll nicht nur auf dem Wirtschaftswachstum liegen, sondern vor allem auf dem höchstmöglichen Wohlergehen aller Menschen. Die Geschichte beweist uns, dass eine Restrukturierung der Werte von der Schöpfung einer neuen Vision darüber eingeleitet wird, wie wir zusammenleben wollen. Die sprachen von einem neuen Wirtschaftssystem, welches nicht auf harter Arbeit oder darauf, ein Unternehmen zu gründen oder überhaupt Wohlstand und Erfolg zu erringen beruht. Die reden über ein neues, weltweit eingeführtes Wirtschaftssystem, welches ihrer Meinung nach fairer sein soll. In Wirklichkeit verteilen sie Geld, dein Geld, wie sie es für angemessen halten. Sie werden einigen Ländern das Hab und Gut wegnehmen und das anderen dafür schenken. Das Ziel ist nicht länger, ich möchte weniger schlecht sein, weniger anonym, weniger unsicher oder ungerecht behandelt werden. Es geht wirklich um eine Vielfalt. Sichere, gesunde und gerechte Welt mit sauberer Luft, sauberem Wasser, sauberer Erde und sauberer Energie. Zusammen kämpfen wir dafür, unser fragiles Klima davor zu bewahren, dass es irreversibel zerstört wird, in Ausmaßen, die undenkbar sind. Beginnt ihr zu sehen, wie diese Covid-Krise die Agenda 2030 und die globale Führung beschleunigt hat? Und wie sie öffentliche Personen wie Prominente dazu verwenden, diese der Öffentlichkeit zu verkaufen, da Menschen den Regierungen, den Institutionen nicht vertrauen? Natürlich wird die vierte industrielle Revolution den Menschen verkauft als Mittel, die Menschheit zu verbessern. Ein Wort, von dem sie nicht wollen, dass wir es verwenden. Menschheit, Mankind. Mag die UN nicht. Sie wollen Humankind. Sie werden Gelähmte dazu bringen, wieder gehen zu können. Sie werden Blinde wieder sehend machen. Und während all das wunderbar und gut ist, zeigt uns die Geschichte immer und immer wieder, dass Dinge, die dazu dienen können, Verbesserung zu bringen für die Menschheit, meistens als Waffe gegen die Menschheit verwendet werden. Menschen haben sich schon immer Werkzeugen bedient, doch mit den Fortschritten der Technologie fangen wir an, Maschinen zu entwickeln, welche uns auf viele verschiedene Weise verbessern können. Ich bin der erste Mensch auf dieser Welt, der in der Lage ist, seine Beine zu bewegen, indem ich eine Maschine nutzte, um meine Nervenzellen mit Hilfe von gezielten Stromstößen direkt an der Wirbelsäule zu reizen. Wir glauben, dass eine Heilung möglich ist, wenn genug Menschen in den richtigen Positionen den Willen haben, eine Behandlung für Lähmungen zu beschleunigen. Die Vorhersage, dass 2020 bis zu 5 Millionen Jobs durch technologischen Fortschritt verloren gehen, ist eine schwerwiegende Frage, aber noch lange nicht die wichtigste. Bau und Herstellung, Dienstleistungen, allgemeine Krankenversicherung und Bildung, all diese Bereiche der Industrie werden immer noch bestehen. Die wichtigste Frage ist, wie die Zukunft der Arbeit gestaltet wird, wie wir Arbeit definieren, wie wir den Wohlstand verteilen. Ich denke, dass einer der wichtigsten Teile einer freien und offenen Gesellschaft die Freiheit der Gedanken ist. Bis jetzt ging es um die Meinungsfreiheit. Sobald wir Zugriff zu den Gedanken und Gefühlen der Menschen haben, müssen wir einen Bereich schaffen, der den Menschen erlaubt, frei zu denken, eine andere Meinung zu haben und kreativ zu sein. Und in einer Gesellschaft, in der die Menschen Angst davor haben müssen, solche Gedanken zu denken, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen diese Technologie genießen, sehr verringert. Habt ihr das gerade gehört?
Sie hat eben gesagt, dass die Diskussion sich jetzt noch um freie Meinungsäußerung dreht. Aber sobald wir Zugriff zu deinen Gedanken und Gefühlen bekommen, müssen wir Rahmenbedingungen geben, in denen die Menschen denken dürfen, damit die Menschen keine Angst haben, sondern sich sicher fühlen. Das ist fürchterlich. Denken wir nur einmal an Gedankenpolizei. Sie beabsichtigen nicht nur, sondern sagen uns auch ins Gesicht, dass sie planen, direkten Zugriff auf deine Gedanken und Gefühle zu nehmen und sie so zu manipulieren, wie sie möchten. Für die gute Sache natürlich. Vom Individuum über das Institutionelle, das Nationale bis zum Globalen müssen wir Verantwortung dafür übernehmen, uns diesen technologischen Änderungen anzupassen, welche neu definieren, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, zu arbeiten, komplett in diese Welt eingefügt zu werden. Da geht es nicht darum, den Planeten zu retten. Da geht es nicht um Fairness. Da geht es um Macht und Kontrolle. Viele Jobs werden von Robotern ausgefüllt werden. Also verändern sie einfach die Bedeutung von Arbeit und was es bedeutet, zu arbeiten. Sie möchten das Wort Mensch an sich umdeuten und für dich dein Schicksal und deine Zukunft entscheiden und dich damit eigentlich zu einem transhumanistischen Cyborg machen, der mit einem Kontrollraster verschmolzen ist. Wir sind jetzt gerade Zeugen der geplanten Zerstörung des alten Kontrollsystems, mit dem dieser neue transhumanistische Plan, dieses neue System der globalen Herrschaft, dieses neue digitale Kontrollsystem, in dem wir nicht mehr in der Lage sein werden, Realität von Fiktion zu unterscheiden, den Menschen aufgezwungen wird. Wir werden nicht mal in der Lage sein, selbst zu denken, denn sogar das werden sie für uns übernehmen, wenn wir in ihr Kontrollraster eingegliedert werden. Das jetzige System wurde nicht für die Ewigkeit ausgelegt. Es wurde dafür gemacht, die Menschen durch Zinsen so lange unter Kontrolle zu halten, bis die technologischen Möglichkeiten mit der Zukunftsvision der Technokraten mithalten kann. Und nun ist es soweit. Denkt ihr wirklich, die Zentralbanken würden die Verantwortung für den Zusammenbruch des jetzigen Systems übernehmen? Würden die Regierung dafür Verantwortung übernehmen? Nein, der Virus wird dafür gerade stehen müssen. Der Virus wird der Vorwand sein, das jetzige System zu zerstören, wie wir es gerade passieren sehen. Und aus dem Schutt des alten Systems wird dieses neue System entstehen. Denkt ihr, es war ein Zufall, dass die Zentralbanken ihr neues digitales Geld ausgerechnet jetzt fertiggestellt haben? Die globale Infrastruktur wurde von ihnen schon seit Jahren umgebaut, um dieses digitale Finanzsystem errichten zu können. Dieses neue Finanzkontrollsystem, das für uns alle gerade bereitgestellt wird. Zeitgleich ist der digitale Immunitätsausweis fertig geworden, der neue digitale Ausweis der UN, der von Bill Gates finanziert und fertiggestellt wurde, kommt auch bald in jedermanns Besitz. Und es gibt so viel mehr, ich könnte noch viel mehr erklären, aber vorerst muss ich hier einen Schlussstrich ziehen. Die Weltregierung steht vor der Tür. Sie wird unter dem Vorwand dieser Covid-1984-Krise installiert. Und egal was ist, das Volk, die Menschen werden kein Mitspracherecht mehr an unserer Zukunft haben, wenn es nach denen geht. Wir werden nicht einmal mehr wählen gehen dürfen, wenn es nach denen geht. Diese Technokraten entscheiden jetzt die Zukunft der Menschheit über unsere Köpfe hinweg. Und wisst ihr was? Die Zukunft der Menschheit ist nicht mal mehr annähernd menschlich.